Ja, ich werde oft beschmunzelt, wenn ich von meiner frugalen finanziellen Freiheit rede. Das heißt, ich bin finanziell frei, aber doch recht bescheiden, also minimalistisch, frugal, aber halt glücklich. Und ich muss dir heute mal erzählen, ich hatte einen richtig tollen Mentor, der mir beigebracht hat, dass es halt auch wichtige Sachen im Leben gibt, sowas wie Zeit und nicht unbedingt den großen Materialismus. Und der Mentor war meine Oma. Ja, meine Oma ist jetzt leider schon verstorben, aber ich hatte sehr viel Zeit meines Lebens, ich sag mal, mit ihr verbracht. Gerade so die letzten 10 Jahre ihres Lebens, da habe ich sie wirklich, ja, betreut und zum Schluss gepflegt. Und meine Oma hatte was ganz Tolles. Und zwar, sie war jetzt keine ausschweifende Frau oder lebte nicht im puren Reichtum oder war nicht materialistisch, aber sie war glücklich. Und ich behaupte mal, sie war glücklicher als so mancher Mensch heute, ich sag mal, denen es wirklich finanziell gut geht. Und ich habe heute mal was Verrücktes mitgebracht, so eine Art Freestyle-Videos, ich sag mal so im Gedenken an meine Oma, weil die wäre jetzt 95 Jahre alt geworden. Und ich habe heute mal 10 Dinge mitgebracht, die heute auf den ersten Blick besser zu sein scheinen als ja, vor vielen Jahren, aber es vielleicht doch nicht sind. Also vielleicht mal so ein kleiner Schritt zurück und ein Blick ja, auf die fundamentalen Sachen des Lebens. Und wenn du mal wissen willst, was heutzutage besser ist, aber vielleicht auch nicht, dann ist dieses verrückte Video genau das Richtige und wir sehen uns nach dem Intro direkt wieder. Ja, willkommen zurück. Und wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, also ich sage immer so Dinge, die dir Cash in den Tasche bringen, wenn das genau dein Ding ist oder du so ein bisschen manchmal schnupperst in Richtung Minimalismus oder Frugalismus, dann bist du hier gut aufgehoben und falls nicht schon geschehen, lass ein Abo da. Und ich habe heute mal ein besonderes Video mitgebracht und zwar jetzt nicht so ein Geldvideo, wo ich in Excel-Tabellen rumrechne, aber im Endeffekt geht es dann doch wieder irgendwie ums Geld. Ja, wenn du einen gewissen bescheidenen Lebensstil an den Tag legst, dann hast du am Ende auch mehr Geld übrig. Und ich muss sehr, sehr oft an meine Oma zurückdenken und die war wirklich eine glückliche Frau. Also bis zum Schluss. Also die hat viel gelacht, die hat viel unternommen und ja, wir hatten auch super viel Spaß. Und ich habe mich im Nachhinein immer gefragt, Mensch, eigentlich, so aus meiner Sicht damals, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser, eigentlich war meine Oma so ein bisschen eigentlich eine arme Frau. Also als Kind habe ich so jetzt nicht mitbekommen, dass er jetzt großartig Schmuck, großartig tolle Klamotten, was auch immer. Ich habe dann zum Schluss sogar mitbekommen, dass wenige Klamotten oder wenige Kleidungsstücke, so sagt man hier ja, ich sag mal, einen zufriedener stellen können, als wenn man zu viel davon hat. Und ich habe heute einfach mal 10 Punkte mitgebracht, wo ich sage, Mensch, da geht es uns heute eigentlich besser, aber lass uns mal drüber nachdenken, ob das auch wirklich besser ist oder ob das unser Leben total verwirrt, crazy macht oder schwerer macht. Weil man sagt ja immer, je mehr man hat, desto mehr hat man zu bekleistern, um das mal auszudrücken, wie man es hier sagt. Und ich starte mal mit den 10 Punkten. Und der erste Punkt, da hatte ich schon ein bisschen angeschnitten, ist jetzt die Kleidung. Also wenn ich mich zurückerinnere, hatte Oma, also eine Oma kennt man ja sowieso immer nur in ihrer Schürze und wie sie dann arbeitet. Aber wenn ich so zurückerinnere, hatte Oma so von allem die passende Kleidung, also einen schönen, ich sag mal, Anzug oder ja, schönes Kostüm oder wie man das auch nennt bei den Frauen, wo sie mal ausgehen konnte, dann die normale Kleidung des Alltags und dann die Arbeitskleidung. Aber alles zusammen gesehen war das echt nicht viel. Und wenn irgendwann mal was kaputt war, wurde was Neues gekauft. Also Oma hatte so diesen riesen Vorteil, wenn sie früh aufgestanden ist, hat sie gesagt, Mensch, was habe ich heute vor? Arbeiten. Und dann gab es die Kleidung. Oder was habe ich heute vor? Heute gehen wir mal fein aus. Dann gab es die Kleidung. Da gab es halt nicht so viel. Und heutzutage ist es so, wir leben ja im puren Luxus. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe viele Kumpelin, wenn ich sage, wir gehen jetzt raus ins Restaurant, ja, dann wird der Kleiderschrank erstmal aufgemacht. Der ist dann wahrscheinlich 6, 7, 8 Meter breit. Und dann geht erstmal die große Sucherei los. Wie wird das Wetter? Welche Farbe passt zu mir? Und alles drum und dran. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass in den Kleiderschränken so viele Sachen drin sind oder in den Schuhschränken so viele Schuhe, dass jedes Kleidungsstück wahrscheinlich nur einmal im Jahr angezogen wird, aber dafür Geld bezahlt wurde. Und ich behaupte einfach mal, das geht so wirklich in Richtung Minimalismus. Manchmal ist gerade bei der Kleidung weniger mehr. Also ich selber habe es auch so, ich habe jetzt nur noch einen Schrank, wo ja von jedem was drin ist. Du siehst, heute habe ich mal mein Sportshirt an. Ja, aber ich habe nicht so viel und ich weiß auch schon früh, wenn ich ja, den Tag beginne, was ziehe ich heute an? Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Klar ist es verlockend, ins Geschäft zu gehen und zu shoppen und ich sag mal, seine Shopping-Sucht dann, ja, oder seine Shopping-Sucht loszuwerden. Aber im Endeffekt, wenn man zu viel davon hat, dann wird es zu kompliziert. Ich sage mal so dieses Paradox of Choice. Also wenn du, je mehr du wählen kannst, desto komplizierter wird es. Und das ist natürlich krass. Aber da finde ich, ist so dieser Rückblick zu Oma, so der Einfachheit, gar nicht so verkehrt. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar die Bewegung. Und zwar Bewegung jetzt nicht in Form von der Bewegung, dass man jetzt draußen rumläuft oder so, aber die Bewegung. Was haben wir jetzt in der heutigen Zeit? Wir haben echt die Möglichkeit, viel schneller von A nach B zu kommen. Also wo es früher schon fast ein Tagesausflug war, in die nächste große Stadt zu fahren, um da mal in einen großen
ja, einer großen Kaufhalle, nenne ich es jetzt mal, gut einzukaufen, ist es heutzutage schon mit der heutigen, ich sag mal, Zugverbindung oder mit den Autos, ist es wirklich möglich, in einer Viertel- oder halben Stunde dort zu sein. Und ja, was haben wir draus gemacht aus der heutigen Zeit? Wir sind schneller unterwegs, sind aber weiter unterwegs. Ja, das ist auch mal schön, in den Urlaub zu fliegen, sage ich mal, ist ja auch mal wirklich gut. Aber im Grunde genommen, stell dir vor, wir hätten dieses schneller unterwegs einfach dafür verwendet, dass wir halt Zeit sparen und Lebenszeit gewinnen. Aber im Endeffekt ist es so, ich kann mir noch erinnern, da hat Oma mir immer früher erzählt, sie musste dann nach, das ist Dessau oder Mosigkau, sind sie halt mit dem Fahrrad gefahren. Das hat halt eine Dreiviertelstunde oder Stunde gedauert. Jetzt fährt man mit dem Auto eine Viertelstunde, aber was macht man? Man fährt nicht nur bis dahin, man fährt weiter. Also im Grunde genommen haben wir jetzt einen größeren Bewegungsradius, den wir ja beanspruchen können, aber im Endeffekt sparen wir dadurch keine Zeit. Im Gegenteil, oftmals ist diese Mehrbewegung auch ein bisschen stressiger. Ich sage jetzt nur aktuelles Thema in den letzten Wochen, so Flughafen, einchecken. Und ich habe so das Gefühl, wenn jemand aus einer Reise zurückkommt, ist es dann wirklich so, da muss man sich danach erstmal erholen heutzutage. Und das war früher einfacher. Da wurde halt ja, in Thüringer Wald gereist, da wurde halt mal 2-3 Stunden Auto gefahren und da kam man auch entspannt zurück, war eine schöne Gegend. Klar, weit reisen ist auch mal was Schönes, aber im Grunde genommen, ja, sind wir ganz schön mobil und wissen es gar nicht zu schätzen. Nahrungsmittel ist der dritte Punkt. Und Nahrungsmittel, wenn ich dir jetzt erzähle, was es bei meiner Oma immer gab. Bei meiner Oma gab es meistens Pellkartoffeln mit Quark. Oder es gab Bratkartoffeln mit marinierten Hering. Oder es gab Milchreis mit Bratwurst. Das gibt's wirklich, Milchreis mit Bratwurst. Ist ja so ein lokales Gericht. Und es gab sehr, sehr viele, ich sag mal, einfache Dinge. Und die haben aber auch immer toll geschmeckt. Ich kann mich noch erinnern an die Bohnensuppe von meiner Oma, die war richtig kräftig, da konntest du danach auch richtig, ja, aber ja, das war so einfach. Und heutzutage ist es wirklich so, bei Nahrungsmitteln ist es ja im schlimmsten Fall so, da rennt man früher zum Bäcker, dann greift man sich ein fertiges Brötchen, nachmittag geht es an den Bestand, abends geht es noch irgendwo essen. Das ist wunderschön, aber im Endeffekt kostet das Geld, Geld braucht Lebenszeit oder Arbeitszeit und dann ist das nichts mehr Besonderes. Ich weiß noch, früher, da war es so, wir hatten hier ein paar Kilometer weiter, ich glaube in Schleiz war das, da gab es so ein, ich weiß nicht, so ein Kulturhaus oder sowas ähnliches. Und da sind wir mal ein- oder zweimal im Jahr hingefahren zum Essen, so ein richtiger Sonntagsausflug mit der Familie. Das war damals richtig was Besonderes. Da gab es, glaube ich, Rackofängen und da gab es auch mal richtig schön Schnitzel und also richtig was Tolles. Und das war mal ein besonderes Event. Und wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, für viele ist es nicht mehr Besonderes, irgendwo ein Essen zu fahren, essen zu gehen. Und ja, also manchmal ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, manche Sachen nicht so häufig zu machen und dann sie wieder zu schätzen zu wissen, um das mal so auszudrücken. Ja, nächster Punkt, ganz krasser Punkt, das machen wir gerade, wir beide zusammen, Kommunikation. Also früher war es ja so, da gab es ja nicht mal ein Telefon und ein Handy. Wir waren einer der ersten, die hier im Dorf ein Telefon hatten, aber früher war es wirklich so, das wirst du nicht glauben, da haben die Menschen miteinander gesprochen, da sind sie auf der Straße, haben gesprochen oder sind halt mit dem Fahrrad zu denjenigen hingefahren und man hat sich unterhalten. Und heutzutage ist es wirklich so, heutzutage das Schlimmste der Kommunikation ist ja wirklich, wenn man nur noch per Text unterwegs ist, im WhatsApp nur irgendwelche Smileys schreibt, dann noch irgendwelche Abkürzungen und da geht diese ganze persönliche, ja, Basis verloren. Im Grunde genommen ist es ja wirklich so, wenn du wirklich nur Texte schreibst, im WhatsApp zum Beispiel, ja, da kommen keine Gefühle rüber, da wird vieles missverstanden. Ich mag es ja schon, ist ja schon ein Fortschritt, wenn man Sprachnachrichten macht, um den Gegenüber zu hören, aber was hält dich denn davon ab, jemanden anzurufen oder wenn er im Umkreis ist, jemanden nochmal zu besuchen. Und ich fand damals, die haben wirklich intensiver und persönlicher kommuniziert und man hat sich dann getroffen und die Menschen haben halt wirklich gelacht und gelacht, während andere Menschen auch da sind, sage ich mal jetzt nicht über irgendeine Videoverbindung oder was auch immer. Und das war eine schöne Sache und ich glaube, heutzutage wird viel ja schlecht kommuniziert, einfach nur aus dem Grund, weil wir die Möglichkeit haben, schnell und einfach zu kommunizieren. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, anstatt eine Textnachricht wirklich anzurufen oder anstatt anzurufen, wenn derjenige im Umkreis von ein paar Kilometer wohnt, ja, sind wir mal noch beim Thema Bewegung, sich aufs Fahrrad zu schwingen und einfach mal hinzufahren. Nächster Punkt, da musste ich ganz schön staunen vorhin, und zwar, ich habe den Punkt genannt Schönheit. Was hat meine Oma früh immer gemacht? Meine Oma ist aufgestanden, na klar, das muss jede Oma machen. Und auch zu jungen Jahren natürlich ist er aufgestanden. Dann wurde das Gesicht gewaschen, dann wurden die Hände gewaschen, dann wurden die Haare gemacht, dann wurde geguckt, ob irgendwo ein Härchen im Gesicht, das wurde rausgezupft und das war's. Und da war jetzt nichts mit, keine Ahnung, Augenrouge, Mundschminke oder was es nicht alles heutzutage gibt. Also es wurde da nicht großartig an der natürlichen Schönheit rumjustiert. Ja, und ich muss ehrlich sagen, Oma war eine schöne Frau. Und ich behaupte einfach mal, dass viele Frauen heute auch wunderschöne Menschen oder Wesen sind, wenn sie die komplette
Schminke und alles weglassen. Und ich hatte jetzt mal bei Google geguckt, so aus Spaß, bevor ich dieses Video gemacht habe, und habe mal eingegeben, wie viel jede Frau oder wie viel man im Durchschnitt im Jahr für Kosmetik ausgibt. Und da komme ich auf 540 Euro. Na, ich bin noch nicht bekloppt. 540 Euro im Jahr, nur damit ich mir irgendwelchen Kleister ins Gesicht schmiere. Ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgesprochen, ich weiß. Aber manchmal ist weniger mehr. Und wir haben so viele Möglichkeiten, irgendeine Antifaltencreme, irgendeine Creme, die ein Gesichtsteil brauner macht. Ich hab da ja keine Ahnung, wie du jetzt schon hörst, bei dem, wie ich jetzt rede. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, die einfach nur, ja, verrückt sind. Warum nicht einfach ordentlich sauber waschen, kämmen und fertig? Was denkst du, wie schön so ein Lächeln ist, was so ungeschminkt ist? Absolut fantastisch. Nächster Punkt, oh, den hatten wir ja sogar schon, und zwar, den mache ich dann nochmal ganz kurz, und zwar Essen gehen. Also Essen gehen war früher was Besonderes, ist es heutzutage nicht mehr so. Wenn es heute was Besonderes sein möchte oder soll, dann ist es wirklich so, dann macht man es vom Betrag abhängig. Also wir gehen heute mal was Besonderes essen, dann wird richtig viel Kohle ausgegeben, ist auch mal schön, aber ich glaube, dadurch, dass wir das so ein bisschen in manchen Stellen wirklich inflationär benutzen, ja, war es vielleicht früher besser, sich dann im Kulturhaus in Schleiz mal wirklich alle zurechtzumachen und auf den einen Tag oder auf die 2 Tage im Jahr zu freuen und dann mal schön essen zu gehen. Ja, kommen wir mal zum nächsten Punkt, und das ist so ein ähnliches Thema. Und zwar, ja, wie soll ich denn das jetzt am besten erklären? Feiern. Also es gibt ja so diese typischen Feiern, ich sag mal Jugendweihe, Schulabschluss, auch teilweise Hochzeiten und so. Ich habe ja schon viel in meinem Leben erlebt, aber ich kann mich daran erinnern, dass die Feiern früher irgendwie ja bescheidener waren, aber herzlicher. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war bei meiner Einschulung, da war halt jetzt nicht großes Tamtam und keine Ahnung, mit DJ oder Feuerwerk. Heutzutage ist ja total verrückt, was es da alles gibt. Da wurden halt 2, 3 Kuchen gebacken, da hat sich die Verwandtschaft und Bekanntschaft getroffen und das zum Kaffee trinken. Und nach dem Kaffee trinken war dann halt Schluss und alle waren glücklich. Und da blieb halt noch der harte Kern sitzen und trank dann vielleicht noch ein Bier und das war's. Und das war alles früher irgendwie ein bisschen einfacher. Und heutzutage habe ich irgendwie das Gefühl, wir müssen da ein Catering organisieren. Wir müssen da für die Leute, ja, keine Ahnung, Spiele organisieren, dann kriegt jeder ein Namensschild und so. Das ist alles wunderschön. Aber im Endeffekt, und das ist ja das Wichtigste, sind es die Menschen, die sich dann da treffen. Und die Menschen sind im Endeffekt die gleichen Menschen, auch wenn es vielleicht, ich sag mal, selbstgemachten Kuchen oder was auch immer gibt. Ich finde zum Beispiel immer, ich feiere einmal im Jahr, ich sag mal, ich nenne es mal meinen Geburtstag, da kommen sehr viele Freunde zusammen und Freundinnen. Und da ist es so, wir haben irgendwann mal angefangen, ja, eine Mitbringparty zu machen. Da bringt jeder was mit, einen Salat, einen Kuchen, was auch immer. Und man trifft sich einfach ganz einfach. Und ich weiß, dass viele Geburtstage heute in der Personenanzahl, weil die sind immer zwischen 25 und 30, deutlich größer gefeiert werden. Und das muss manchmal nicht sein. Feiern, je einfacher die sind, desto besser, kann ich immer sagen. Nächster Punkt, oh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und zwar der nächste Punkt sind Nachrichten. Also Nachrichten, ich weiß nicht, früher gab es ja, ich sag mal zu DDR-Zeiten, ich will jetzt nicht die DDR-Zeit zurück, aber früher gab es halt nur ein paar Nachrichten am Tag, ein bisschen Westfernsehen und eine Zeitung. Also man hat, ich sag mal, so ein paar Nachrichten bekommen und wurde grundlegend informiert. Heutzutage ist es ja so, wenn ich jetzt mein Handy jetzt nicht für dieses Video ausgestellt hätte, hätte es schon wieder piep, piep gemacht oder plupp, und da wäre schon wieder irgendeine Nachricht, entweder ein Kommentar oder irgendeine Katastrophe auf der Welt oder irgendein Flugzeug fliegt rückwärts, ein Reissack. Sack Reis kippt in China um. Also im Grunde genommen kriegt man ja heute den ganzen Tag nur Nachrichten an den Kopf, und mittlerweile hat sich ja die Gesellschaft so verändert, dass die Nachrichten ja immer negativ sind, damit drauf geklickt wird, damit gelesen wird, damit Geld verdient werden kann. Und das ist super, super krass. Und ich kann mich früher erinnern, das war so richtig cool. Ich will es jetzt nicht unbedingt wieder zurück, aber früher gab es dann halt die Zeitung. Die wurde früh geliefert, dann hat man sie an den Tisch gesetzt, durchgelesen und hat zur Seite gelegt. Man hat vielleicht nicht alle Informationen gekriegt oder alle Nachrichten, aber man hat ruhiger gelebt. Heutzutage sind wir ja total gestresst, sage ich mal, durch die vielen Nachrichten, durch die Ängste, die geschürt werden, was alles passieren kann. Es kann jetzt 45 Grad heiß werden, es kann sein, dass die Flugzeuge alle abgesagt werden, die Flüge, und dass eine neue Welle kommt. Und ach, das ist wirklich schlimm. Und im Grunde genommen machen sich die Leute echt verrückt, und das ist nicht notwendig. Und früher war halt sozusagen das, was viele jetzt auch Influencer oder viele Menschen machen, so eine Art Nachrichtendiät, das war früher Normalität. Da gab es halt als Nachrichtendiät die Zeitung und das war's. Und die besten Nachrichten sind ja dann immer noch die gewesen, ja, die einen wirklich betreffen. Also die Nachrichten, wo dann, ich sag mal, der Nachbar an die Tür klopft und sagt: Mensch, gucke mal, bei dir hinten im Garten brennt's. Also ist mal ein blödes Beispiel. Oder: Mensch, hast du schon dies oder jenes gehört? Weil das betrifft einen. Wir machen uns oftmals jetzt auch Gedanken über Dinge, die so weit weg sind,
wo wir keinen Einflussbereich haben, also wo wir nichts ändern können, außer dass wir davon wissen und außer dass wir uns da verrückt machen. Und das war früher nicht. Früher war gar nicht so die Zeit, da wurde die Zeitung gelesen und das war's. Also ich finde, das war ein guter Zustand und ich mache das aktuell ja auch so. Ich schaue früh einmal auf die Nachrichtenseiten und dann war's das. Und dann lasse ich mich am nächsten Tag überraschen, was es Neues gibt. Man muss nicht immer kontinuierlich ja, bespaßt werden. Und eine gute Freundin von mir, die hatte ich dann vor einigen Tagen mal berichtet, Mensch, wir wollen jetzt verreisen, ist doch ein bisschen Flugchaos an den Flughäfen. Und da sagte sie, habe ich nicht mitbekommen, ich habe schon 4, 5 Wochen keine Nachrichten. Da lebst du echt ruhiger. Also manchmal wünsche ich mir auch so die Hütte im Wald, wo keine Nachrichten kommen und da hat man seine Ruhe. Vielleicht ist das auch viel gesünder, anstatt jetzt ständig zugebombt zu werden. Okay, nächster Punkt. Das ist ein schwer zu erklärender Punkt, aber das konnte Oma auch immer gut rational ja, erfassen. Und zwar ein Gegenstand ist ein Gegenstand und kein emotionales Teil. Also es gibt wenige Gegenstände, die emotional sind, so Erinnerungsfotos, sage ich mal, so echte Fotos oder so Gegenstände, die über die Generation weitervererbt werden. Aber ansonsten, ich sage mal so schön, eine Couch ist eine Couch, ein Bett ist ein Bett und ein Auto ist ein Auto. Und heutzutage ist es ja wirklich so, dass man, ich sag mal, bei allen dieser genannten Sachen doch schon darauf achtet, hat es einen gewissen Standard, passt es in die gesellschaftliche Konvention und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, das war halt früher so, wir brauchen eine Couch, kaufen wir eine Couch. Da wurde halt nicht tagelang oder wochenlang gesucht, Preise vergleicht und keine Ahnung, individuell angepasst. Da wurde einfach eine Couch gekauft und dann wurde sich halt draufgesetzt und die Couch wurde genutzt. Der Couch hat es gefallen, der Oma hat es gefallen. Und ich glaube, einfach so diese Tatsache, dass wir Gegenstände als das betrachten, wofür sie gemacht sind, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Heute ist da viel ja, Image und Stil und ich sag mal Prestige mit drin oder es werden auch viele ja, Emotionen geweckt, aber das sorgt auch dafür, dass wir uns manchmal verrückt machen, viel zu viel Geld bezahlen oder auch Gegenstände besitzen, die wir gar nicht brauchen. Also ja, also ich habe es auch schon bemerkt, dass ich viele Gegenstände, die kaputt gegangen sind, die ich entsorgt habe, die fehlen mir gar nicht. Also am meisten habe ich das Bedürfnis, dass ich etwas brauche, wenn ich irgendwelche Werbung gucke oder wenn mir irgendwelche, ja, wie vor dem YouTube-Clip, sag ich mal, wenn mir da irgendwelche Werbeanzeigen von irgendwelchen Gegenständen, ja, oder Tools oder Hilfsmitteln gezeigt werden, dann habe ich das Gefühl, ach, könnte ich hier brauchen. Aber in Wirklichkeit, ob man es dann wirklich gebraucht, ist die andere Frage. Weil früher war es wirklich so, ein Gegenstand wurde genutzt. Also wenn Oma einen Gegenstand hatte, zum Beispiel ihre Lieblingspfanne, dann wurde die genutzt, bis sie, ich sag mal, beim Kochen verrostet ist. Und die hat auch ihren Dienst getan. Und erst dann wurde sie ersetzt. Und heutzutage habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, durch die Möglichkeit, dass wir ja alles kriegen, so zu jeder Zeit, sofort, dass wir halt, ja, keine Ahnung, wir brauchen nur 2 Bratpfannen, aber auch 7 Bratpfannen, falls mal eine kaputt geht. Es ist total aus meiner Sicht zu viel, was wir haben. Und ich sag mal, je mehr Gegenstände du besitzt, desto weniger ist auch jeder Gegenstand wert. Weil du kannst dich ja nicht um alle gleichzeitig kümmern. Und im Grunde genommen war es damals wirklich gut. Da gab es halt unsere Pfanne, da gab es halt unseren Topf und da gab es auch das Geschirr. Und es gab aber nicht viel zu viel. Und ich habe es jetzt bei mir wirklich so gemacht in der Küche, es wird jede Woche oder jeden Monat wird da irgendwas entsorgt, sage ich mal, was ich nicht brauche. Und mittlerweile, ich will nicht sagen, bin ich schon wie bei Oma. Aber ich habe hier meine Tasse, ich habe meinen Teller, für meinen Besuch ist was da. Und mehr braucht man nicht. Wenn es da irgendeine schöne Tasse gibt oder einen schönen Teller im Geschäft und der mich anlächelt, wozu? Ich habe doch einen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dann ist ein Punkt, und das ist auch ein Punkt, der ist heute auf jeden Fall schlechter, um das mal so auszudrücken, ist so die, ich sag mal, die Nachhaltigkeit. Wir reden immer von Nachhaltigkeit und wie nachhaltig wir sind, aber dann haben wir sowas von, ich nenne es mal Fast Fashion, dann haben wir, ja, jeden Monat gibt es Fashion-Labels, die jeden Monat eine Kollektion rausbringen zu super preiswerten Preisen und dann machen sie ein Label dran mit Nachhaltigkeit, weil nachhaltig produziert. Nachhaltig wäre wirklich, und das haben hat keiner verstanden oder das ist auch, ja, es kurbelt ja auch die Wirtschaft an, nachhaltig wäre, wenn man Kleidung macht, die ja auch lange hält, sag ich mal, die auch lange glücklich macht. Also ich habe so dieses Paar Turnschuhe, da zeigen mir um alle den Vogel, um dann mal ehrlich zu sagen, ich habe das Paar Turnschuhe, das ist von der Firma mit den 3 Streifen, ich will jetzt mal keine Marken nennen, sonst, wenn ich jetzt hier Adidas sage, dann würde ja jeder wissen, dass ich über Adidas rede, mache ich nicht. Und das ist ein Paar, das habe ich mir vor 15 Jahren gekauft. Das war ein Turnschuhpaar, das war schwer, das war damals teuer, das hat damals 50 Euro gekostet, da lachte die ja heute auch kaputt. Und ich kriege dieses Paar nicht kaputt. Es sieht übelst abgenutzt aus, aber mittlerweile sind mein Fuß und dieses Paar sind ineinander verschmolzen. Und ja, ich denke mal, das hält noch 1, 2, 3, 4 Jahre und ich laufe hier jeden Tag. Also es ist Wahnsinn und das ist absolut nachhaltig. Die gleiche Firma, ein Paar, was ich mir gekauft hatte vor 3 oder 4 Jahren,
bin ich noch lange nicht so viel gelaufen, kann ich schon wegschmeißen. Hat sich schon quasi in Luft aufgelöst, um das mal so auszudrücken. Und Nachhaltigkeit wäre wirklich an der Stelle, Dinge zu produzieren, die lange halten. Ja, das will man jetzt nicht unbedingt, weil man damit keine Gewinne macht, aber das wäre wirklich nachhaltig und das war früher besser. Also ich kann mich an Gegenstände oder an Sachen erinnern, die haben Opa und Oma das ganze Leben lang gehabt und waren damit auch zufrieden. Ja, letzter Punkt, den ich jetzt mitgebracht habe, sind, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht so der schlimmste Punkt oder der Punkt, wo wir uns selber ein Bein stellen. Ich habe es geschrieben, Fotos waren echt. Also vielleicht kennst du das auch, früher war es so, da gab es ein Fotoalbum und in dem Fotoalbum waren wirklich Fotos drin. Und die Fotos waren geschossen zur Situation und da hat man halt mal nicht perfekt geguckt. Da war halt mal die Beleuchtung nicht perfekt. Da war vielleicht auch mal, keine Ahnung, Gesicht beim Gruppenfoto nicht zu sehen. Und einfach die Tatsache, dass du damals eine begrenzte Anzahl an Fotos hattest, so auf einer Filmrolle, also früher war es ja so ein Film, da hattest du 24 oder 36 Fotos, hast die dann abgegeben und hast dann nach einer Woche erstmal gesehen, was die Fotos geworden sind, hat eben dafür gesorgt, dass diese Fotos wirklich, ich sag mal, gut aussortiert wurden und gut aufbewahrt werden oder wurden. Also ich habe jetzt noch Fotos gefunden von Omi, die richtig toll waren, nicht perfekt, aber toll, weil man dann die Situation und die Stimmung mitbekommen hat und weiß, das war halt nicht großartig gestellt, außer mal so ein Gruppenfoto. Und jetzt ist es ja wirklich so, ich glaube, da mache ich mich jetzt auch wieder unbeliebt, aber es gibt viele Menschen und ich gehöre da auch zum Teil mit dazu, die gehen auf ein Event oder verreisen oder was auch immer und da wird Foto, 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 Foto gemacht und dann hast du nach einer Reise 5000 Fotos und irgendwann guckst du dir davon auch wirklich nur die, ich sag mal, die besten 50, wenn überhaupt, an. Und das Schlimme daran ist, dadurch, dass wir so viele Fotos machen können, können wir eine Situation in den Licht drücken, wie es normalerweise nicht ist, sag ich mal. Ich bin da selber schuld, ich gebe mir mal selber die Schuld. Wenn ich früh meine Morgenrunde laufe, dann suche ich mir auch natürlich, mach ein Foto, das ist besser. Aber im Grunde genommen ist das nicht so echt, wie sein sollte. Und gerade wenn es in Richtung, ich sag mal, Schönheit geht, also was wir vorhin hatten, auch Make-up und Styling und so, was da, ich sag mal, gefaked wird, teilweise mit Photoshop und so, das fühlt sich alles nicht mehr so gut und nicht mehr so echt an. Aber es ist halt leider so eine Art Standard geworden. Also Standard, du musst halt ein gewisses Aussehen haben, du musst gerade Ohren haben, die Nase darf nicht zu groß sein, du musst immer lächeln, was auch immer. Und das ist schade, weil wirklich echte Fotos sind auch die Fotos, die nicht perfekt sind. Wo du auch mal, keine Ahnung, ein Foto machst und noch Schaum am Ohr vom Rasieren hast oder wo du mal nicht so perfekt lächelst oder wo jemand stolpert oder was auch immer. Das ist doch echt. Und ich behaupte immer mal, dass viele echte Fotos, also wie ich gerade genannt habe, einfach aussortiert werden, weil die halt nicht so perfekt sind, wie es halt verlangt wird. Und das ist natürlich wirklich schade. Und das waren jetzt so 10 Bereiche. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen Freestyle geredet, aber vielleicht ist das ja auch mal okay. Das waren so 10 Bereiche, über die ich öfter mal nachdenke und wo ich sage, weniger ist manchmal mehr. Oder ich bin manchmal so richtig krass drauf und sage, eigentlich geht es uns viel zu gut und wir wissen das gar nicht zu schätzen. Ich weiß, da kriege ich wahrscheinlich jetzt auch wieder so einen kleinen Finger nach oben, Kuschel, was erzählst du von Mist und so. Aber im Grunde genommen sind es ja wirklich, die menschlichen und einfachen Sachen, die das Leben lebenswert machen, um das mal so auszudrücken. Und ich habe das so, ich habe ja so einen kleinen Spicker vor mir, damit ich nicht alles vergesse. Und ich habe hier immer so einen Lieblingssatz, den ich gerne sage, wir müssen uns zurückerinnern an die Dinge, die damals gut waren und die auch nicht sterben lassen oder wieder aufleben lassen. Und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt zu sagen, Mensch, ich brauche nicht so viel Kleidung, bin aber mit der Kleidung zufrieden. Vielleicht muss man nicht, ich sag mal, sonst wie weit in Urlaub fahren, sondern einfach mal sehen, was gibt's hier in der Nähe. Und ich kann dir sagen, in der Nähe gibt's echt tolle Sachen. Vielleicht ist auch mal ganz gut, selber zu kochen oder mal mit den Menschen persönlich zu reden oder seltener essen zu gehen, aber das dann mehr zu genießen. Also ich könnte das jetzt Ganze nochmal so ein bisschen aufzählen, was ich gerade gesagt habe. Und im Endeffekt ist das alles das gewesen, was, ich sag mal, für Oma Standard war. Diese, ich sag mal, bescheidenen Dinge. Und am Ende, habe ich das Gefühl, dass Oma oder gerade so die älteren Leute doch ein bisschen zufriedener waren oder sogar entstresster waren oder das Leben auf eine ganz andere Art und Weise, aber eine ehrlichere oder intensivere Art und Weise genossen haben. Die hatten wahrscheinlich auch viele Zeiten, die nicht so gut waren, haben auch einen Krieg durchlebt oder wie auch immer. Aber die haben dann die anderen Zeiten, ich denke mal, ein bisschen mehr geschätzt, weil die halt seltener waren. Und das schließt dann natürlich wieder den Kreis wirklich zum Minimalismus oder Frugalismus. Nicht umsonst gibt es heute, so viele Menschen, die wieder einen Schritt zurückgehen und sich dieser, alten Werte besinnen, weil im Endeffekt merkt dann jeder, wenn er wirklich in sich geht, so intrinsisch, sage ich mal, und wirklich mal fühlt, wie fühlt es sich an, weniger Gegenstände zu haben, wie fühlt es sich an, früh nicht so eine große Auswahl zu haben, dann kriegt man auf einmal mit,
Das fühlt sich ganz gut an. Das spart Zeit, das gibt Lebenszeit, das macht das Leben einfacher. Und wenn das Leben einfacher ist und du mehr Zeit hast, dann kannst du es auch mehr genießen. Dann kannst du es auch mit deinen Lieblingsleuten genießen und bist halt nicht abends so, ja, fällst halt nicht abends tot ins Bett, um das mal so auszudrücken, und fragst dich, was habe ich den ganzen Tag geschafft? Und morgen musste dann auch wieder funktionieren. Ja, manchmal sind die Ansprüche, die wir uns selber stellen, mit dem, was wir über die Jahre, ich sag mal, an Komfortabilität bekommen haben, viel zu hoch, und dann vergessen wir, ja, das Leben drumherum. Und so soll es natürlich nicht sein. Ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen dabei, worüber man nachdenken kannst. Du kannst ja mal, du hast ja bestimmt auch eine Oma oder einen Opa. Und vielleicht hast du auch ein paar Sachen, wo du sagst, die Sachen waren früher wirklich einfacher, nicht so komplex, auch vielleicht nicht so luxuriös, aber die waren irgendwie besser. Und wenn du sowas hast, schreib es mal unten in den Kommentar. Vielleicht finden wir noch ein paar Punkte, wo wir sagen, Mensch, das sehen wir uns wieder zurück, oder da können wir uns das Leben einfach machen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und dann würde ich sagen, nach diesem etwas ungewöhnlichen, Oma-lastigen Video, mal schöne Grüße an meine Oma da oben, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao. Ja, und zum Schluss gibt's heute mal noch eine lustige Story von meiner Oma, weil Oma war wirklich eine coole Socke. Die hatte, wie man das heute so schön sagt, ein tolles Mindset, um das mal so auszudrücken. Kurze Story, ich bin immer, ich sag mal, mit dem Auto auf Arbeit gefahren, und Oma war hier zu Hause, hat sich um das Haus gekümmert, also noch in der Zeit, wo sie selbstständig zurechtkam. Und dann war es immer so, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich das Handy genommen, habe auf der Fahrt ganz kurz angeklingelt, und Oma hat sich immer gefreut, dass sie das Tor aufmachen kann, damit der Enkel reinfahren kann. Also ich war jetzt kein stinkfauler Enkel, aber ich wusste, Oma bereitet da so viele Freude, dass ich sie immer, ja, aufmachen lassen habe. Und eines Tages komme ich von Arbeit zurück, und da steht sie ja am Tor, und der Arm war gebrochen und eingeschient. Und da habe ich erstmal gesagt, Mensch, Oma ist den ganzen Tag alleine zu Hause, wie hat sie denn das hingekriegt? Ja, und da war sie an dem Tag halt gestürzt, zufällig kam ihr Sohn, also mein Onkel, dann sind sie ins Krankenhaus gefahren, hat sich einschienen lassen, hat mir dann aber wieder das Tor aufgemacht. So, ich fahre dann rein, Tor zu, ich so, Oma, was ist denn da passiert? Und ach ja je, und weißt du, wie meine Oma reagiert hat? Sie hat gesagt, ach, ich habe mir den Arm gebrochen. Dann bin ich, warum bist du denn da so fröhlich drauf? Und dann sagte, naja, ich hätte mir auch das Bein brechen können. Das wäre viel schlimmer gewesen. Und da habe ich auf einmal, ich sag mal, geschluckt, nachgedacht, habe ich gesagt, ja, sie hat recht. Armbrechen ist zwar totaler Mist oder total Kacke, aber beim Bein wäre es noch schlimmer gewesen, weil ohne Beine könnte sie sich nicht bewegen. Ohne, also ein Arm, der dann eingeschieden war, konnte sie sich noch ein bisschen bewegen. Dann habe ich sie die nächsten Tagen und Wochen dann so ein bisschen unterstützt, natürlich beim Anziehen und beim Waschen und wie auch immer. Aber da hat sie recht. Und allein diese Situation, an die kann ich mich wirklich erinnern, sorgt auch dafür, dass ich heutzutage auch mal drüber nachdenke, wenn irgendwas passiert, muss ich denn jetzt total verzweifeln oder gebe schlimmere Sachen, oder ist die Sache, die passiert, wirklich so schlimm? Und ja, das kannst du vielleicht auch mal mitnehmen. Manchmal ist ein Armbrechen nicht so schlimm wie ein Beinbrechen. Ja, ich weiß, es ist ein doofes Ende, aber du weißt, was ich meine. Alles klar, bis denn, ciao.